Hi und willkommen zum neuen Workout. Wir machen heute ein kurzes, aber knackiges Workout mit Brazils. Es sind tatsächlich nur 4 verschiedene Übungen, die wir direkt hintereinander machen. Danach haben wir 15 Sekunden Pause und wiederholen den gesamten Block. Das Ganze machen wir 3-mal, sodass wir wirklich auf ein knackiges Training kommen. Ich erkläre euch jetzt einmal die 4 Übungen und dann starten wir auch direkt mit dem ersten Durchgang. Natürlich hullern wir dabei. Denkt dran, aufrecht stehen zu bleiben, Brust raus, Schultern tief und bei der ersten Übung die Daumen legen wir auf die gelben Punkte und die Arme bleiben im 90-Grad-Winkel, Oberarme neben dem Körper und in dieser Position schütteln wir die Brazils. Wichtig, das Handgelenk bleibt steif. Wir schütteln nicht die Hände, sondern die Arme. Das ist die erste Übung. Bei der zweiten Übung strecken wir die Brazils nach außen und schütteln nach vorne und hinten. Handfläche zeigt nach unten, auch hier Handgelenke bleiben gerade. Bei der dritten Übung gehen die Brazils hinter den Kopf, Ellbogen schön nah am Kopf, Kopf gerade und in der Position schütteln wir hinterm Kopf die Brazils. Und bei der vierten Übung strecken wir die Arme nach vorne und in dieser Position schütteln wir die Brazils. Das geht heftig in die Arme, gerade die letzte Übung, aber wir schaffen das. 3 Durchgänge und wir starten jetzt direkt mit dem ersten. Pause. Atmen tief ein und aus. 15 Sekunden gehen da schnell rum. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Haltet durch. Wir schaffen das, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Wir starten direkt wieder mit der ersten Übung. Ich
Band-Aid. Music is my Band-Aid. Nochmal Pause, die letzten 15 Sekunden Pause und dann machen wir den allerletzten Block und dann haben wir es geschafft. Achte wieder auf die aufrechte Körperhaltung, Brust raus, Schultern tief. Wir schaffen das. Los geht's. Gib nochmal alles, das ist der letzte Durchgang. Durchhalten, auch wenn die Arme schwer werden. Brust weiterhin rausstrecken, Schultern bleiben tief. Kommt, die letzten 10 Sekunden. 5. Und wir wechseln. Kopf bleibt gerade. Ellbogen nah am Kopf. Handgelenke bleiben fest. Und schüttelt. Atmen nicht vergessen. Kommt, wir ziehen das durch. Zehn Sekunden. Fünf. Und wechsel die allerletzte Übung. Auch hier bleiben die Schultern tief, Kopf gerade, Ellbogen fest. Ellbogen meine ich gar nicht, Handgelenke meine ich, die bleiben fest. Nicht aufgeben,
Wir haben es gleich geschafft. Durchhalten. Atmen nicht vergessen. Kopf gerade. Bauch fest. 10 Sekunden noch. Wir schaffen das. 5 Sekunden. Und fertig. Kreist gerne mal eure Schultern. Ihr könnt jetzt auch gerne ganz normal weiter holern oder auch die Übungen nach dem Holern machen. Das ist schlau, dass ich das jetzt danach sage. Aber kombiniert es super, super gerne mit dem normalen Holern. Wenn euch das Workout gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt einen Kommentar dazu. Wenn ihr mehr solcher kleinen Workouts sehen wollt oder auch andere Infos bekommen wollt, abonniert gerne den Kanal. Hier gibt es immer wieder mal was Neues. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß noch. Und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.